Das TÜDESB Bildungsinstitut Berlin-Brandenburg hat in Spandau die Jugendakademie der Künste eröffnet. In der Akademie, die sich auf dem Gelände des Bildungscampus in Spandau befindet, werden unter anderem Kurse zu Malerei, Tanz, Theater, moderne und traditionelle Kunst für Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 18 Jahren angeboten. Bereits zur Eröffnung wurde mit der Gemäldeausstellung »Die Farben Istanbuls« des in Istanbul lebenden Künstlers Cemal Toy ein eindrucksvolles Projekt in die Räumlichkeiten der Akademie geholt. Toy reflektiert in diesem Zusammenhang die Weltmetropole mit den Mitteln der Acrylmalerei, indem er neue Farben im Zusammenklang mit klassischen türkischen Miniaturen und Teppichmotiven verwendet. İstanbul'daki mozaik ve kültürel yapıyı resimlerimde yaklaşık Seit knapp 25 Jahren ist die Darstellung der Istanbuler Mosaiken und der kulturelle Aufbau der Stadt ein Teil meiner künstlerischen Betätigung. Neben den kulturellen Aspekten Istanbuls versuche ich auch die traditionellen Teppichmuster, die keramische Kunst und die Miniaturen auf einer modernen Art in meiner Kunst wiederzuspiegeln. Zu der Eröffnung kam neben vielen Lehrern und Eltern auch der Bezirksbürgermeister von Spandau, Helmut Klebank, und Vertreter anderer Parteien der Bezirksverordnetenversammlung. In der Eröffnungsrede begrüßte Klebank die Eröffnung der Jugendakademie der Künste. Der Bezirksbürgermeister sagte, dass die Jugendakademie der Künste ein positives Zeichen für Berlin-Spandau sei. Ich finde es wunderbar, dass TÜDESB hier ein offenes Haus installiert hat, das für Jugendliche aus ganz Spandau und darüber hinaus offen steht. Das künstlerische Betätigen von jungen Menschen, finde ich, ist ein ganz toller Ansatz, da auch zur interkulturellen Verständigung beizutragen. Und diesen Ansatz hier an dieser Stelle, diesen Ansatz unterstütze ich ausdrücklich. TÜDESB ist einer der wichtigsten privaten Bildungsträger in Berlin. Neben dem Bildungscampus in Berlin-Spandau verwaltet der Verein mehrere Nachhilfeeinrichtungen, eine Grundschule und Kindergärten an verschiedenen Standorten in Berlin. Tatsächlich geht es mal um Unterstützung. Schön, dass du heute auch wieder da bist. Ich möchte meinen Freund